So, ich möchte hier zeigen in diesem Video, was Sie machen, wenn Sie jetzt keine Vorlage von uns verwenden, wie Sie dann in 2D wohlgemerkt am besten arbeiten. Hier sehen Sie jetzt mal AutoCAD in der Startoberfläche, wie es normalerweise startet. Und jetzt kann man hier quasi die letzte Datei öffnen oder man geht hier auf die Vorlagen. Hier sind die Vorlagen drin, die jetzt mit AutoCAD installiert werden. Die kann man theoretisch auch eigene Vorlagen einbinden. Und ich empfehle hier, dass Sie, wenn Sie in 2D arbeiten, mit der ARCAD ISO DVD zu arbeiten. Im 3D wäre das dann die ARCAD ISO 3D DVD. Jetzt wähle ich diese Vorlage. Und was wären dann die nächsten Einstellungen? Das erste ist, das Ganze erstmal zu speichern. Ja, normalerweise ist die Sache ja noch nicht gespeichert. Deswegen speichere ich jetzt hier im ersten Schritt das Ganze auch mal irgendwo, wo ich das haben will. Ich mache es hier einfach jetzt mal unter meine Dokumente und nenne die Zeichnung einfach Test. Das wäre der erste Schritt. Das sieht man jetzt hier oben. Jetzt heißt es nicht mehr Zeichnung, sondern jetzt erscheint hier der Dateiname. Hier oben sehe ich auch den Pfad. Das nächste wäre jetzt die Einheiten einstellen. Ja, dass mal AutoCAD weiß, wenn Sie jetzt irgendwas hier zeichnen, mit welchen Einheiten funktioniert das? Ich gehe also jetzt hier rein auf Zeichnungseigenschaften und hier, also Zeichnungs, wie heißt das hier, Werkzeuge zum Verwalten der Zeichnung und gehe jetzt hier auf Einheiten und wähle jetzt, wie ich das zeichnen will. Hier ist Millimeter eingestellt, ich stelle das Ganze um auf Zentimeter und könnte jetzt auch andere Sachen umstellen, aber Zentimeter genügt mir erstmal für den Hochbau zum Beispiel und gehe auf OK. Die Einheiten können Sie im Übrigen auch mit Befehlszeile abrufen, wenn Sie unten Einheit eingeben. Da kommen Sie auch dahin, ja, wenn Sie nicht vergessen haben, wo das ist. Das nächste wäre, dass Sie eventuell noch die Metadaten eingeben von der Zeichnungsdatei, damit Sie die dann später auch wieder vernünftig zuordnen können. Da gehe ich hier auf Zeichnung, dann hier auf Zeichnungseigenschaften, also wieder dasselbe, wo auch die Einheiten sind, dann hier auf Zeichnungseigenschaften. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel unter Dateiinfo hier einen Titel vergeben. Nenne ich einfach mal wieder Test. Thema wäre einfach auch Test. Autor wäre dann meine Wenigkeit. Und jetzt können wir noch Stichwörter das vergeben, dass man es besser wiederfindet. Man kann noch einen Kommentar vergeben, wenn man meinetwegen jetzt hier noch beschreiben will, um was es da geht. Und eventuell sogar noch das Ganze verlinken. Benutzerspezifisch, hier können Sie quasi selber definierte Metadaten noch anlegen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier Firma, die wäre jetzt zum Beispiel FH Kärnten. Ja, oder man könnte hier Projekt hinzufügen. Zum Beispiel Projekt und dann trage ich hier ein, das wäre einfach CAD 1, erstes Semester. Bachelor Bauingenieure oder sowas. Ja, also solche Sachen, wie groß, könnte man hier noch vergeben. Und das hat den Vorteil, dass ich dann später die Datei quasi über die Metadaten auf den Inhalt der Datei schließen kann. Ja, das macht vor allem Sinn, wenn Sie jetzt viele Dateien haben auf dem Dateiserver, dann können Sie das leichter zuordnen, beziehungsweise man kann diese Metadaten dann auch später im Schriftfeld, wenn Sie Schriftfelder anlegen, auf Ihren Plänen, in Ihren Layouts, dann entsprechend auch auslesen und wiederverwenden. Ja, sodass Sie im Prinzip die Projektinformationen nur einmal oder Autoinformationen, andere Informationen oder Firmeninformationen nur einmal in die Metadaten eingeben müssen. Und dann werden Sie in den Schriftfeldern quasi immer wieder nur referenziert und nicht einfach doppelt eingegeben. Ja, so kann ich das dann theoretisch nur einmal auch ändern. Wenn ich irgendwas geändert habe am Projekt, kann ich meinetwegen hier die Projektbezeichnung ändern. Und dann wird es in den ganzen Schriftfeldern bei den Layouts dann entsprechend aktualisiert. So, und der nächste Schritt wäre dann, nachdem Sie die Metadaten eingegeben haben, dass Sie hier sich eventuell die Raster einstellen. Ja, wenn Sie mit dem Raster arbeiten wollen, dazu gehe ich jetzt hier unten drauf, gehe auf die Fangeinstellung oder Rastereinstellung, je nachdem, wo Sie hier draufklicken. Im Prinzip ist das hier dasselbe, Fang und Raster. Und dann würde ich meinetwegen hier, wenn Sie zum Beispiel im Hochbau arbeiten wollen, mit dem klassischen Baurichtmaß arbeiten, dann würde ich dann hier 12,5 eingeben. Hier auch 12,5. Sie können natürlich auch ein 10er Raster verwenden, also ein modernes Raster. Sie müssen hier unbedingt jetzt zwangsläufig schon mit dem alten Ziegelraster arbeiten.
ich nehme jetzt mal das alte Ziegelraster, Hauptlinie, das sind immer diese dicken Linien, die dann auftauchen, die mache ich alle 8. Das bedeutet, alle 1 Meter habe ich dann eine Hauptlinie. Damit kann ich auch schnell überprüfen, wie die Dimensionen ungefähr sind, kann halt schnell 1 Meter ablesen. Dann können Sie hier noch bestimmen, ob das Raster adaptiv ist. Das heißt, das passt sich immer an. Ja, wenn Sie weit weg zoomen, haben Sie ein grobes Raster, zoomen Sie näher ran, haben Sie im Prinzip ein feineres Raster. Lass es mal so an. Und dann können wir hier noch Rasterbegrenzung anzeigen. Das ist dann, wenn Sie ein Limiten haben, dann wird das im Prinzip, werden wir dann uns auch mal anschauen, was das ist. Dann wird das quasi über das Limiten angezeigt. Wenn Sie das nicht wollen, dann wird es nur innerhalb des Limiten angezeigt. Deswegen mache ich das mal aus. Und wichtig ist auch, Sie können hier einen unterschiedlichen Fang einstellen, als das Raster angezeigt wird. Ja, hier wird normalerweise das Raster eingestellt, das ist das, was Sie sehen. Und theoretisch könnten Sie jetzt hier einen Fang einstellen, der jetzt unabhängig von dem Raster funktioniert, mit ganz anderen Werten. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht, halte ich auch nicht viel davon. Aber theoretisch könnte man das machen. Ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles eingestellt, gehen auf OK. Und jetzt zeigt er uns eben das Raster innerhalb des Limiten an, weil ich hier eben gesagt habe, nicht über Begrenzung anzeigen. Und das Limiten ist ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt, der Befehl. Der ist auch ziemlich alt, wird kaum noch verwendet. Ich zeige ihn trotzdem. Also Sie können theoretisch mit dem Limiten den Zeichenbereich eingrenzen. Wie gesagt, man lässt das heute normalerweise weg, aber da ich jetzt hier ein Video mache, denke ich mir, zeige ich es mal mit dazu für den Fall, dass Sie mal auf so eine Zeichnung stoßen und dann irritiert sind, warum Sie nichts zeichnen können. Der Befehl Limiten ist auch ein bisschen versteckt. Sie finden ihn hier oben kaum in der normalen Registerkarte. Sie finden ihn allerdings, glaube ich, zumindest war es früher noch so, wenn Sie hier auf die Menüleiste anzeigen. Gehen wir auf Menüleiste anzeigen. Jetzt sehe ich hier die Menüleiste. Hier sind viel mehr Befehle drin, drunter versteckt, als Sie hier in den Registerkarten sehen. Unter anderem unter Format finden Sie hier das Limit. Ne? Ist immer noch, hier ist es immer noch drin. Dann gehen wir da mal drauf. Und momentan ist es quasi nicht eingeschaltet, sondern es ist aus, nehme ich an. Ja, also das merke ich daran, das kann ich mal kurz demonstrieren, dass wenn ich jetzt hier eine Linie zeichnen will, kann ich sie außerhalb meines Limiten zeichnen. Ja, das geht. Wenn ich das Limiten aktiviere, ich gehe auf die rechte Maustaste, letzte Eingabe, gehe jetzt hier auf Limiten und da macht das mal ein. Jetzt ist es quasi eingeschaltet und jetzt kann ich hier außen nichts mehr zeichnen. Ja, nur noch innerhalb meines Limiten. Ja, ich werde den Befehl nochmal aufrufen, das Limit, nochmal rechte Maustaste, letzte Eingabe, dann Limiten. Und jetzt kann ich hier das Limiten auch definieren. Das heißt, es geht bei 0,0 los, sprich hier unten. Ich könnte auch sagen, ich lasse das bei minus 100, minus 100 losgehen. Und aufhören tut es bei 420 mal 297. Das ist so eine alte Bildschirmauflösung, schätze ich mal. Jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen hochsetzen. Sagen wir mal, wir machen das Ganze hier auf 800, 1200. Enter. Ja, und jetzt sehen Sie, ich habe jetzt hier ein wesentlich größeres Limiten. Sie sehen, das Raster ist adaptiv. Ja, das passt sich an. Ja, je nachdem, wenn ich von Weitem drauf schaue, sehe ich ein grobes Raster. Fahre ich näher ran, wird es immer feiner. Ja, aber es bleibt natürlich bei 12,5 bleibt es irgendwann stehen. Also tief, das wird dann nicht kleiner als 12,5. Und da ich hier bei minus 100 das Ganze versetzt habe, geht mein Limit jetzt quasi hier drüben los. Da es eingeschaltet ist, kann ich im Prinzip jetzt hier innerhalb zeichnen. Sobald ich hier rauskomme, geht es halt nicht. Und da ich hier bei Raster eingeschaltet habe, Fangeinstellungen, dass es quasi nicht über die Begrenzung gehen soll, sehe ich das Raster nur innerhalb meines Limits, was ich eingestellt habe, wenn ich das jetzt hier ausschalte. Und das ist ein bisschen gemein. Ja, also jetzt, wenn Sie sowas haben und jetzt kommt jemand auf die Idee, möchte hier zeichnen und wundert sich, warum hier nichts funktioniert, ja, wo hier ein Raster angezeigt wird. Und deswegen zeige ich Ihnen das, ja, dass Sie da nicht irritiert sind. Jetzt kann ich im Prinzip hier zeichnen. Ups, es geht also immer noch erster Punkt eingeben. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Hier geht's. Ja, aber sobald ich jetzt hier aus meinem Limiten rauskomme, geht es dann nicht mehr. Ja, und das ist eben das, was ich meine. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja. Also wenn Sie das Limiten einschränken und Sie wollen Ihre Kollegen nicht ärgern, dann machen Sie wenigstens das, dass Sie hier bei den Rastereinstellungen nicht das aktivieren, sondern dass nur das Raster innerhalb des Limiten anzeigen. Weil sonst weiß keiner, was da los ist. Es sei denn, es ist irgendein alter AutoCAD-User, der das Limiten noch kennt. Ansonsten wird das Limiten eigentlich nicht mehr verwendet. Wie gesagt, das kommt noch aus der Zeit,
wo das AutoCAD noch sehr nah an der Handzeichnung war. Und wenn Sie mit der Hand zeichnen, ist es halt so, dass Sie sich ein Blatt Papier hinlegen, das von Anfang an von der Größe her begrenzt ist. Und um das nachzubauen, gibt es halt das Limit, ja, dass Sie sich einfach den Zeichenbereich von vornherein festlegen. Heutzutage macht man es normalerweise aus. Ich mache das jetzt ja auch mal wieder aus. Und arbeitet eigentlich nicht mehr damit. Es macht eigentlich wenig Sinn. Ja, ich gehe mal jetzt hier auf, wo ist jetzt hier letzte Eingabe, dann limiten und schalte es aus. Und wenn Sie es ausgeschaltet haben, dann können Sie auch hier das Raster wieder über die Begrenzung anschalten. Das Limiten im Prinzip ignorieren. Ja. Jetzt können Sie quasi zeichnen, wie Sie wollen. Wie gesagt, wer mit Limiten arbeiten will, kann das gerne machen. Es ist im Prinzip aus meiner Sicht allerdings, wüsste jetzt nie, was das heutzutage noch für einen praktischen Sinn haben kann. Das ist das eine, dass Sie das Raster sich einstellen und das Limiten. Und im nächsten Punkt wäre es dann, dass Sie die Hilfsmittel im Prinzip wählen. Aber dafür mache ich ein extra Video.